Und hallo und willkommen zurück zu Mystery of Unicorn Castle, The Beastmaster im Englischen oder Meister der Bestien im Deutschen. Da oben beobachtet uns jemand. Das ist keine Ratte, das ist eine Art lebendes Gebilde, Arkane Energie. Hoffentlich ist es nicht gefährlich. Was haben wir denn hier noch? Bolzenschneider, Hälfte, Schrauben, da müssen wir uns ja was basteln. Wir brauchen also einen Bolzenschneider für ein Schloss, Schraubenzieher, Brechstange, Rasiermesser, Hammer und Streichhölzer. Konnten wir jetzt noch irgendwas machen hier? Da fehlt ein Griff, ne? Ne, da die Figur hier. Das ist ja die Sichel, um das hier aufzumachen. Das verfluchte Leben eines ketzerischen Hexers, geschrieben von dem Priester der Kapelle des Einhornschlosses. Tja, hier haben wir noch irgendwas, aber ich kann die Seite nicht umblättern. Solange das Buch mit Wachs bedeckt ist, können wir das... Ne. Können wir das mit Messer? Könnte nützlich sein, eine Goldmünze. Können wir das jetzt umblättern? Wir haben es hier rausgeschnitten, aber hier nicht, oder was? Eine Goldmünze. Das hatten wir schon. Ich glaube, das hatten wir schon. Ziemlich schnell eine neue Aufnahmesession. Da muss ich nochmal gucken. Wo konnte die Münze denn hin? Da fehlt noch eine Karte. Ein Schloss. Was könnten wir denn hier? Da müssen wir noch irgendwas einsetzen. Zahnrad. Ich muss von einer Figur einsetzen. Okay, die Frage ist wo? Eine Figur. Tja, da oben. Zweiter Stock. Hier waren Figuren. Da fehlen noch. Ein Pferd fehlt hier noch, ne? Ja. Das wird spaßig mit dem Springer dann nachher hier. Was hatten wir hier? Dieses verzauberte Porträt scheint Ereignisse aus der Vergangenheit des Schlosses zu zeigen. Oh. Oh, die wurden beide umgebracht von dem Hexenmeister und dann wurde das Schloss übernommen. Vielleicht spielen wir das noch im Bonuskapitel. Wir haben ja die Special Edition. Ich weiß nicht mehr genau. Da ist das. Könnte das vielleicht drin sein? Ich bin mir nicht sicher. Haben wir noch irgendwas, was wir hier noch machen können? Da können wir nichts einsetzen, weil wir das nicht haben. Okay. Tür, also gucken wir mal weiter. Wo war denn noch was? Hier fehlten noch Dinge. Verschlossene Knöpfe scheinen sich drehen zu lassen. Vielleicht finde ich die Kombination. Ja, da müssen wir noch gucken. Die Kombination. Da müssen wir die Tasten noch wechseln. Hier konnten wir nichts machen, weil da fehlt ein Schlüssel. Hier konnten wir auch noch was. Was können wir denn hier machen? Zuerst muss ich die Wasserversorgung anstellen. Okay, wir brauchen also Wasser für irgendwas. Das ist die Wasserversorgung, aber ich habe kein Ventil, um das Wasser aufzudrehen. Ohne Schlüssel kann ich es nicht öffnen. Ja, wir brauchen hier überall Schlüssel. Hier können wir Münzen prägen. Hier ist eine Goldmünze. Können wir die hier einlegen? Hier muss ein Prägestempel eingesetzt werden. Können wir nicht. Können wir nicht als Prägestempel nehmen, ne? In den Ränken des Kerls befinden sich eine Menge Schutt. Vielleicht kann ich später dort etwas Nützliches entdecken. Okay. Was haben wir denn noch? Können wir noch rausgehen? Wir können auch rausgehen. Das haben wir schon gelesen. Hatten wir noch irgendwas anderes hier? Nee, ne? Die Ratten bewachten das, da kommen wir noch nicht ran. Steinkreis. Da muss ein Kopf eingesetzt werden. Okay, das bringt uns auch nicht weiter. Hier konnten wir auch nichts machen. Hier wurde vor einiger Zeit. Was? Hier wurde vor einiger Zeit geopfert. Die Steine sind mit Blut getränkt. Oh, Moment, das ist doch nur Wein. Okay, die müssen wir hier irgendwie wegkriegen noch. Ich glaube, wir müssen. Tja, wo können wir denn noch hin? Da kommen wir nicht ran. Den Vogel haben wir schon zurück. Da war nichts mehr. Das steht unter Strom. Hier konnten wir nichts machen, ne? Da muss ein Stern rein. Hier, okay. Kutscherhof brauchten wir nicht mehr, oder doch? Ich bin mir nicht sicher. Ein unendliches Symbol. Da passt die Goldmünze aber nicht hin, ne? Ne, das muss ein großes Symbol sein.
Hier war auch nichts mehr, ne? Ne, ich glaube nicht. Da, die Hälfte vom Bolzenschneider, den können wir reparieren. Okay, Schrauben müssen angezogen werden, kein Problem, hier. Okay, wir haben einen Bolzenschneider, den können wir nehmen, um die Handschellen, glaube ich, aufzumachen. Dann kommen wir jetzt doch weiter. Ha! Das ist der falsche Wagen. Wir brauchen einen etwas moderneren Wagen, den hier. Bolzenschneider. Bolzenschneider ist nicht stabil genug, ich muss einen anderen Weg finden. Echt jetzt? Brechstange? Wir können den Bolzenschneider finden, na gut. Wo brauche ich denn Bolzenschneider? Bolzenschneider, Bolzenschneider, da brauchte ich nicht. War irgendwas abgeschlossen? Oben, ne? Hier. Hier, das sind Ketten. Können wir die nicht mit Bolzenschneider? Boah. Das ist doch prädestiniert dafür eigentlich. Na gut. Dann, ja, was machen wir denn dann? Bibliothek. Da finden sich auf dem obersten Regal. Und leider komme ich da nicht ran. Okay, wir brauchen eine Leiter. Da können wir nichts machen, weil wir da noch Sachen brauchen. Tja, da muss ich die Karte mal nachgucken, ne? Was hat die schlaue Karte? Schlaue Karte sagt, im Steinkreis ist was. Um Plan zu entfernen, muss ich die Seite so schnell. Sagen wir nicht, wir machen das mit Bolzen schneller. Ah, es sind Stahlseile. Das muss einem doch gesagt werden. Das scheint das Tagebuch des Priesters zu sein, der einst hier lebte. 5. September. Der erste Angriff der bösartigen Bestien, den riesigen Ratten. Lord Magnus konnte ihn abwehren. 11. September. Es kamen noch mehr Ratten und wenn das Einhorn nicht geholfen hätte, würde ich diese Zahl nicht verfassen. 13. Oktober. Die Ratten haben viele Bedienstete getötet. 18. Oktober. Die Quelle des Bösen. Der Hexer plant das Schloss an sich zu reißen, aber das Einhorn wird uns beschützen. 2. November, eine Katastrophe. Der Hexer hat das Einhorn in Stein verwandelt. Wir sind verloren. Oh, okay. Da sind die Tasten, die brauchen wir. Ist hier noch was? Wenn ich Zeit habe, soll ich mir diesen Bereich nochmal genau angucken. Na toll. Wir gehen hier nur hin, um die Tasten zu holen, wenn nicht. Okay. Achso, konnte ich irgendwie dem Vogel helfen? Achso, wir haben beides noch nicht. Können da noch nichts machen. Okay. Schlosseingang. Dann können wir hier die Tasten einsetzen. Und wir können das mitnehmen. 1345 gesammelt. Oh, wir haben schon ganz viele Dinger bestimmt nicht gesammelt. Jetzt müssen wir zurückgehen. Jetzt können wir hier drüben im Gewächshaus die Tür vervollständigen. Ich bin mal gespannt. Da ist irgendwer. Frage ist, wer ist da? I saw someone through the stained glass window, but there isn't a soul in there. Tja, vielleicht ist er abgehauen. Derjenige, der die, der hier Zuflucht suchte, kam bewaffnet und ist nie gegangen. Oh, da ist hier ein Geist. Der sich erschossen, der wurde aufgespießt. Zweifelsohne noch ein Opfer des Hexers. Diese wunderschöne Statue muss aus einem Grund hier stehen. Sieht wie was? Sieht wie noch ein Versteck aus. Das Wasser wurde durch dunkle Magie verunreicht. Kann ich es wieder säubern? Gute Frage. Ich frage mich, weil er das Fenster zerstört hat. Ein schwerer Grabstein des Priesters letzte Ruhestätte. Ich glaube in meiner Arbeit als Detektiv nicht an Magie, aber dieser Apparat ist zum Entschlüsseln von Zaubersprüchen gedacht. Woher weißt du das? Wie kann ich eine Zauberspruchrolle ablegen? Okay. Ist hier noch irgendwas, was wir anklicken können? Ich habe das Gefühl, ich habe jetzt so viele Dinger übersehen jetzt hier. Das ist eine alte Maschine zum Herstellen von Kerzen. Interessant, in dem Buntglasfenster in der Bibliothek sind ähnliche Figuren. Das heißt, wir brauchen einen Totenschädel, eine Tasche, und ne, ein Buch könnte das sein, das ist eine Tasche, ein Dolch und eine Fackel oder sowas. Okay, das brauchen wir, eine Glühbirne, könnte nützlich sein. Aber ohne Biwaks kann ich keine Kerzen anfertigen. Alles klar, wir müssen Kerzen anfertigen. Wir haben jetzt eine Lampe. Frage ist, was machen wir mit der Lampe? Und wir haben ein Gewehr ohne Visier.
Hier sind Bienen, die haben bestimmt Wachs und die, ja, müssen wir gucken. Wo kommen wir denn jetzt hin? Wir haben eine Birne. Müssen wir irgendwo eine Glühbirne einsetzen? Ich muss mir nicht in diesen Brunnen durch eine Menge Müll wühlen. Vielleicht habe ich später, okay. Hier ist noch was, das würde ich gerne mitnehmen. Können wir das Gewehr benutzen? Ups. Na komm schon, ich wollte das Gewehr eigentlich benutzen hier, um die Pflanze hier. Können wir die Pflanze... Warum geht er dahin eigentlich? Verstehe ich nicht. Würde ich hier gerne, aber nein, okay. Ist das Ding geladen? Können wir nicht kaputt schießen, okay. Das geht also auch nicht. Wir haben eine Birne. Können wir die hier unten benutzen irgendwo vielleicht? Ne, ich glaube nicht. War hier irgendwo eine Birne kaputt oder so? Da müssen wir Wasser ein bisschen unten anstellen. Fragen. Wir müssen, glaube ich, irgendwas hier oben machen. Irgendwie, irgendwo, irgendwas. Oh, wir können die Waffe mal wimmeln. Ist okay. Tierkreiszeichen, 5 Stück. Eine Schallplatte brauchen wir. Eine gelbböse Bürste. Yacht, Fahrradhupe, Glasbehälter. Ob ich mir das alles merken kann, hier ist eine Yacht. Tierkreiszeichen. Die hier. Das zählt nicht, okay. Wo sind denn die restlichen? Schallplatte. Traumfänger ist das hier. Fahrradhupe, Glasbehälter, Bürste, Taschenuhr. Taschenuhr. Glasbehälter. Was für ein Glasbehälter? Das Ding hier? Diese leere Rahmen verdient ein Foto. Ach so, da. Okay, der will ein Foto haben. Da ist ein Foto. Das haben wir eingesetzt. Hier ist noch ein Tierkreiszeichen. Nein, das ist ein Drache. Tierkreiszeichen noch 3. Die Fahrradhupe ist das Ding hier. Eine Geldbörse wird das hier sein. Glasbehälter wird das hier sein. Bürste ist hier. Tierkreiszeichen brauchen wir noch. Das hier ist kein Tierkreiszeichen. Das sieht aus wie eine Fledermaus, ne? Okay. Tierkreiszeichen. Ein Hasen müssen wir noch. Können wir den aus dem Hut zaubern? Ein Zauberstab. Ein Zauberwort. Welche Tricks kenne ich? Ich brauche einen Zauberstab. Ein Hase aus dem Hut eigentlich. Frage ist, wo? Ich sehe keinen Zauberstab. Und hier Kreiszeichen sehe ich auch keine mehr. Ein angezündeter Pfeil. Hier sind Streichhölzer. Da ist der Zauberstab. Hier. Oh, wie niedlich. Okay. Der Pfeil? Wo ist der Pfeil? Ich sehe den Pfeil nicht. Wir brauchen Pfeilen angezündet und wir brauchen Tierkreiszeichen. 3 Stück. Das ist ein Yin und Yang Symbol. Ist das ein Tierkreiszeichen? Das ist ein Tierkreiszeichen. Okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Wir brauchen noch 2. Da. Der war aber fies. Und wo ist das letzte? Das ist ein Drache, der zählt nicht. Ist das ein Tierkreis? Nein. Wo ist denn das letzte Tierkreiszeichen? Und wo ist der Pfeil, den wir anzünden müssen? Hier sind die Streichhölzer. Das ist eine Rakete. Aber ich finde hier keinen Pfeil. Andere Pfeife. Ohne Pfeil gibt es keinen Rauch. Okay, wir müssen... Ach so, Pfeife. Ich bin auch doof. Ich habe Pfeil aus der... Ich habe das nur aus dem Augenwinkel gelesen. Das, ja. Kommt natürlich wieder nur Blödsinn herum. Tierkreiszeichen. Uns fehlt ein Tierkreiszeichen. Wo ist das? Die Fledermaus ist es nicht. Der Drache ist es nicht. Das Yin-Yang-Symbol ist es nicht. Das, was auch immer das ist, auch nicht. Es fehlt ein Symbol. Ich habe keine Ahnung. Ich hätte gedacht, hier noch irgendwas, weil das so ein bisschen reinragt, aber das ist zu weit aus dem Bild, glaube ich. Das zählt leider nicht. Tierkreiszeichen.
Wo könnte denn hier noch was sein? Hier irgendwo aufgemalt oder so vielleicht? Aber ich habe hier einen Zettel gefunden. Können wir was aufmalen? Nee, sonst geht auch nicht. Hier, ich dachte, wir könnten was aufmalen oder so. Aber nope. Tierkreiszeichen. Das Dra der Draht zielt aber nicht, ne? Nee. Das ja das Drachen oder so passt halt auch nicht, ne? Tierkreiszeichen. Ich finde das Tierkreiszeichen nicht mehr. Das haut mich jetzt aus den Socken. Kann ich hier kurz rausgehen und mal reingehen? Abracadabra, haben sich meine Augen dran gewöhnt. Finde ich hier noch irgendwas? Nee, ne? Sieht schlecht aus. Ich sehe das letzte Symbol nicht. Yin Yang zählt auf jeden Fall nicht. Tja. Da sind noch Klaviertasten, eine 3. Weihnachtskugel. Wo könnte das sein? Das ganze Sofa ist schon kaputt. Das ist alles hier in den Sofa gesackt. Ich finde das ehrlich gesagt nicht. Das haut mich jetzt echt aus den Socken. Wo ist denn hier das letzte Tierkreiszeichen? Der Clown ist es definitiv auch nicht. Hier ist noch einer. Wir müssen wahrscheinlich hier nochmal wimmeln, weil hier sind zwei Soldaten zum Beispiel. Das letzte Zeichen nicht. Das habe ich jetzt nicht da unten sagen. Wir fangen mal hier oben an. Hier hatte ich eins gefunden. Da ist nichts zu sehen. Wahrscheinlich übersehe ich es die ganze Zeit und es ist direkt vor meiner Nase. Halt, Rakete. Das ist ein Häubchen, glaube ich. Hier hatte ich noch ein Zeichen gefunden. Da hat sie nicht Kokosnuss, ein Gewicht, ein Säbel. Der Clown, die Fledermaus zählt nicht. Was ist denn noch ein Tierkreiszeichen? Fische haben wir gefunden, Löwen haben wir gefunden. Tja, keine Ahnung. Das haut mich jetzt aus den Socken. Ich musste da mal schauen und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Episode wieder. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!